Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 5 von Evil Awaits. Ja, und wir waren gerade auf dem Friedhof unterwegs und sind einer Dame gefolgt, haben Rätsel gelöst, Golems besiegt. So das Übliche, ein ganz normaler Tag im Leben einer... Ja, weiß ich nicht, was sind wir überhaupt? So eine Art Security, wie es aussieht, ne? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt auch direkt mal rein. Ich hatte uns einen netten Speicherpunkt mitten im Level gesichert. Und wo ist er denn? Das hier müsste er sein. Da kommt mir der Abstand so. Ist ja egal. Passt schon. Wir werden es gleich rausfinden, ob ich richtig liege. Jawohl. Genau dort wollte ich sein. Obwohl, noch lieber wäre ich jetzt irgendwo mit einem warmen Kakao in einer schönen Hütte. Oder von mir aus auch da drin. Oh. Da ist der Geist. Der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, wenn nichts entstünde. Ja, schreib mal in die Kommentare, von wo das her ist. Um gleich mal zu nerven. Oh. Wessen Kreuz ist das? Oh, das tut dir in der Seele weh, das Weinen. Oh je, oh je. Oh. Wer hat denn das gemacht? Das geht ja mal gar nicht. Schauen wir uns mal die Notiz an, würde ich sagen. Warum nimmt sie es nicht? Achso, halten. So. Und natürlich habe ich den Übersetzer wieder nicht vorbereitet. Okay. Sie konnten nicht einfach im Schloss bleiben, oder? Meine Forschung steht kurz vor dem Abschluss und sie stehen mir immer noch im Weg. Es ist eine Schande. Wie Elena bist du die Gute, das beste Subjekt, das ich hatte. Aber euch beiden fehlt die Vision, unser wahres Ziel zu begreifen. Stattdessen vergeudest du dein Potenzial, diesen Bauern zu helfen. Du wirst bei Mutter und Vater bleiben, aber nicht auf der Erde, nein. Dein Schicksal ist viel großartiger. Wenn unsere Schwester etwas bewiesen hat, dann, dass du mehr sein kannst als nur ein weiterer Lakai. Übergeben sie sich diesem Schicksal. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft, die ich aufbaue. Einer Zukunft, die die Trivialitäten dieses Landes übersteigt, dass sie so verzweifelt retten möchten. Alastair. Crowley vielleicht? Oh, furchtbar. Ich weiß, es ist falsch. Jedes Leben zählt gleich viel, aber... Bei Kindern und Frauen finde ich das ungleich schlimmer mitzuerleben, wenn das angetan wird. Bei Kindern natürlich noch mehr. Brauche ich gar nicht. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Konnte ich nicht auch mit ihr interagieren, als ich gerade davor stand? Nee. Was soll ich denn jetzt tun? Wo geht's jetzt weiter? Also, was ich noch weiß vom Trailer, da hat sie auf sie geschossen. Aber warum? Ich will das nicht tun. Es ergibt überhaupt keinen Sinn an dieser Stelle. Ah, okay. Oh. Können wir was aufbohren? Wo ich bin zurzeit eigentlich ganz zufrieden mit meinem Setup. Vielleicht warten wir eher, bis sich die Notwendigkeit auf was Neues ergibt und dann können wir immer noch. Ah, hier ist ein offenes Tor. Nicht offenes Tor, ein zu öffnendes Tor. Das wollte ich sagen. Ja? Ja, es ist noch früh. Also für einen Sonntag. Hier fehlt ja noch mein Schlüssel, ne? Der Kapellenschlüssel. Oh, ich hab den jetzt. Wo kommt der schon wieder her? Egal. Wir haben ihn... Vielleicht habe ich ihn der Leiche abgenommen. Gut.
Pistol full. Ah, hier ist die dritte Platte. Sehr gut. Ich hoffe, ich werde sie kampflos erhalten. Natürlich nicht. Ich hoffe, ich habe die richtigen Waffen dabei. Oh nein, ich will nicht auf die schießen. Das kann nicht wahr sein. Witzigerweise haben wir bei The Insanity auch gerade eine White Lady. Die sehen sich sogar ziemlich ähnlich. Oh, das tut mir an der Seele weh, auf die zu schießen. Muss das sein? Warum tue ich das eigentlich? Sie tut mir doch gar nichts. Na gut, sie hat einen Energiebalken, ne? Die Regeln eines Videospiels. Okay, das kann doch nicht der ganze Bosskampf sein. Die ist fast hinüber. Hey, laut Energiebalken bist du hinüber. Genau. Ich hab's befürchtet. Was wird das? Oh, fuck. Zurzeit kostet es mich einfach nur Munition, ne? Tut mir aber nicht wirklich was. Es fühlt sich irgendwie so falsch an. Tu mir schon was. Schieße ich auf jemanden, der mir nichts tut. Das ist nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Ich bin nicht mit mir einverstanden. Ich mag diese Waffe. Die ist so elegant, so präzise. Die richtet richtig Schaden an. Sag mir, ich habe sie gerettet, bitte. Dass das nichts Verkehrtes war. Ja. Okay, ich habe sogar ein Achievement dafür bekommen, sie in der zweiten Phase ohne Schaden besiegt zu haben. Aber die hat mir die ganze Zeit nichts getan. Die hat einfach nur rumgeschwebt. Ich meine, für so einen Kackboon wie mich ist das natürlich praktisch. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Wenigstens wurden wir so ein bisschen... haben wir Absolution deshalb bekommen, weil wir haben sie erlöst, ne? Selten hat sich ein Bosskampf so verkehrt angefühlt. Na gut. Gut, da wir den Level jetzt verlassen, kann ich mir einfach nochmal so ein bisschen Luxus gönnen und auf 100 gehen und das Medipack mitnehmen.
So. Das da hinten war, glaube ich, Pistolenmunition, ne? Die könnte ich auch gebrauchen. Ja. Gut. Ist eine schöne Designentscheidung. Ich fand das auch raffiniert wie gemein, dass da zuletzt noch diese Würmer durchgekrochen sind, die man ja wirklich nur sehen konnte, wenn man die Taschenlampe darauf richtete. Das war schon eine kluge Designentscheidung, hat mir gefallen. War raffiniert. Es gibt ja hier schon so Längen- und Balance-Probleme und Steuerungsprobleme, wo man merkt, gut, das war einer, der natürlich Schwächen und Fehler einbauen wird. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es ist einfach eine verdammt hohe Qualität, die hier abgeliefert wird. Ich finde das schon beeindruckend. Das macht mir sehr viel Spaß, das zu spielen. Auch das wieder schön, dieser Shortcut, den wir schon zu Beginn gesehen haben und den wir jetzt nutzen können, um auf kurzem Wege wieder zurückzukommen. Wirklich ganz toll. So, noch mal gucken, ob ich irgendwelche Schädel übersehen habe. Da drüben ist doch einer am Kirchturm, oder? Ist das nicht einer? Da ist doch einer. Moment, sieht man hier vielleicht besser? Vielleicht die Taschenlampe so schlecht, aber ich glaube, da müsste er sein. Komme ich da ran? Da. Seht das? Jawohl. Haben wir den auch. Und zurück zu unserem sprechenden Köpfchen im Vogelkäfig. So, wir müssten ja jetzt eigentlich, oder sollten eigentlich auch nochmal eine neue Waffe bekommen, ne? Weil, ihr habt es vielleicht in der letzten Folge schon gesehen, das dritte Gittertor führte nicht in einen Raum, sondern zu einer Treppe, die hinabführte. Bin mal gespannt, was es damit schon wieder auf sich hat. Wo war denn jetzt der Eingang? Ach, bei den Flammen. Okay, ja, logisch. Aber erstmal wieder mit Köpfchen reden, würde ich sagen. Ja. With it, you can enter the castle and end the darkness. Okay. My brother's selfish experiments to siphon the earth have caused excess gas through the castle's pipes, flooding the main chamber. Should you have no other choice, collapse the main chamber at the very top of the castle and the gas will fall. Oh, die hat eine Bombe bei sich. Alle Achtung. Alles klar, wir sollen also die Hauptkammer im Schloss zerstören und dann wird das ganze Schloss mitgerissen. In Ordnung. Erstmal speichern, ne? Yes. Ja, setze ich erstmal die Platte ein. Alles klar, ich nehme nicht an, dass das ein Spaziergang wird. Gehe ich aber vorher nochmal
ein Stockwerk tiefer. So. Boah, das schon hängt. Und wahrhaftig, wir können da rein. Oh, ich bin so gespannt. Oh, ich hole mir vorher noch mal Revolver-Munition. Die war ja echt rar. So. Jetzt mal schauen, was es da unten Schönes gibt. Oh. Wer bist denn du? Ho, ho, okay. Ein Schlüssel-Item, okay. Oh, das sieht auch interessant aus, ne? 1000 Stücke zerbrochen und wieder zusammengeklebt. Was bedeutet das jetzt? Ach so, das ist der Rest des Körpers vom Kopf da oben. Ei, okay. Dann sollte ich ihr das vielleicht bringen. Vielleicht weiß sie, was damit zu tun ist. Und da gibt es auch nochmal einen neuen. Sehr schön. Na, nimm. Wunderbar. Können wir uns auch gleich nochmal was überlegen, was wir damit anstellen. Denn die finale Staffel wird eingeläutet, wie es aussieht. Reden wir nochmal über das Messer, hm? I see you've met Lily, beloved sister. She did not deserve such a fate. Ach, das war ihre Schwester. Should you put an end to this curse, we can reunite. I yearn to see my family once again. Anyone but that dreaded Alistair. Genau, von diesem Alistair war ja auch die Rede, dass die andere Dame da auf dem Friedhof schon die zweite war. Dann war sie offenbar die erste und sie waren Geschwister. Okay. So, erstmal hätte ich gern wieder den Revolver, jetzt wo er erstmal reich bestückt ist. Ansonsten kam ich ja eigentlich ganz gut klar, ne? Die will ich nochmal ein bisschen aufwerten. Ansonsten lieber noch einen Puffer, falls wir noch Ideen brauchen. Gut. Dann speichern und ab ins Schloss. Glaube ich, genau gegenüber, ne? Jawohl. Was ein prächtiges Anwesen. So, nicht, dass ich hier noch was übersehe, sieht aber soweit so leer aus. Archdale Castle. Wow. Beeindruckend. Aber nicht unbedingt einladend. Naja, gut. Oh, Übersetzer. Wupp. Amen. Ich verlasse Archdale Castle sofort. Was ich hier entdeckt habe, was wir getan haben, missachtet sowohl Naturgesetze als auch moralische Grenzen.
Die Experimente haben Ergebnisse hervorgebracht, die über alles hinausgehen, was der Wissenschaft bekannt ist. Aber zu welchem Preis? Die Art unserer Entdeckungen, ich kann es nicht länger dulden. Es ist einfach unethisch. Es ist abscheulich. Ich werde nicht länger Teil davon sein. Die anderen sind blind für die Konsequenzen unserer Arbeit. Es geht ihnen nur um Prestige. Ich sehe die Schrecken, die unter der Oberfläche lauern, und ich werde ihr Schicksal nicht teilen. Dr. Amelia Rockwood. Gut. Da erwartet uns ganz offensichtlich nichts Gutes. Da steht jemand. Vielleicht schon mal anschauen? Vielleicht schon mal schießen? Das wäre ein bisschen drüber, ne? Okay, wer bist du? Und wer bist du? Okay. Dich kenne ich doch vom Anfang. Ich kenne euch beide. Okay, das wird interessant. Vielleicht erstmal den, der ist schneller tot. Schade, dass der den nicht verletzen kann. Okay, der hat, glaube ich, aber auch hier mehr Lebensenergie als die normalen Golems, wie es aussieht. Okay. Wie geht? Okay, oh, das war jetzt nicht so gut. Gut, aber den nächsten hätten wir bald. Dann mal schnell flicken. Solange es noch ruhig bleibt. Und gleich wieder alles verloren. So, was ist das? Was greift mich da an? Wo ist eigentlich der andere? Ach, da. Okay. Hat mich nur so interessiert. Nicht, dass ich deine Anwesenheit wünschen will. So, den sind wir jetzt schon mal los. Ein bisschen Items farmen, bevor es weitergeht. So. Mit der machen wir jetzt auch weiter. Okay, damit wird es schnell gehen, wie es aussieht. Na komm, Bubi. Ist ja kein Treffer, ne? Warum nicht?
So, euch bin ich erstmal los. So, das ging eigentlich bemerkenswert leicht und unspektakulär. So, ganz am Anfang war doch auch noch ein Medipack. Vielleicht sollte ich mir das gerade nochmal holen, bevor es weitergeht. Ja gut, immer diese Arenen mit Säulen, da, das ist, glaube ich, noch nie anders gewesen, ne? Außer im Kreisrennen, Deckung suchen. Und die Leute sukzessive auseinandernehmen. Da, da ist es. Ja, ist nicht mehr ganz so rosig, aber immer noch gut. Wollen wir mal die Waffen nachladen. Haben wir. Okay. Oh, schöne Lichteffekte, ne? Jetzt sowohl diese Laterne als auch dieser Blitz da eben, der durchs Gemäuer zu sehen war. Wow, nee, das hat schon was. Ja, noch ein Werkzeugkasten. Sehr schön. Jetzt nur mal durchgucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Da zum Beispiel. Wunderbar. Na komm, dann gönnen wir uns. Hat das gehört, ne? Dieses Sägegeräusch, ne? Als würde sie sich reparieren. Sehr geil. Ritsch, ratsch. Kaputte Teile ab, neue Teile ran. Direkt mache Revolver-Munition im Level. Wie ungewohnt. So, jetzt stehen wir erstmal wieder ganz gut da. Munition dürfte noch mehr sein, ansonsten alles gut. Ganz viele Hebel. Was hat das zu bedeuten? So. Es ist geschafft. Jeder einzelne Verräter wurde zur Strecke gebracht. Sie dachten, sie könnten mir im Weg stehen, aber sie unterschätzten, wie weit ich bereit bin zu gehen. Sie waren Ablenkungen, mehr nicht. Jetzt, wo die Statuetten an ihrem Platz sind, ist alles so, wie es sein sollte. Das Schloss ist unser Heiligtum. Niemand wird mehr stören. Keine Unterbrechungen mehr, keine Zweifel mehr. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Das ist meine Berufung, meine Bestimmung. Alles hat zu diesem Moment geführt. Fanatikersprech, würde ich sagen. Okay, da brauche ich also die Statuetten für, wie es aussieht. Und hier sind vier Tore mit vier Hebeln. Ich nehme an, da sind sie. Nur so eine Arbeitshypothese. Ach, und da ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Den gönnen wir uns doch. Die Elefantenhöhle. Kammer. Nicht Höhle. Kammer. Sorry. Und gleich die nächste Notiz. Wir haben ein ernstes Problem. Die Gasleitungen in den Keller lecken stark. Ich höre seit Tagen seltsame Zischgeräusche, aber jetzt ist es noch schlimmer. Die Rohre sind stellenweise abgebrannt und die Flammen breiten sich in den unteren Stockwerken aus. Ich konnte abschalten, was ich konnte, aber der Schaden ist angerichtet. Dort unten wird für eine Weile definitiv nicht geputzt. Vermeiden Sie um jeden Preis den Keller. Es ist ein Wunder, dass der ganze Ort noch nicht explodiert ist. Wenn der Druck weiter so steigt, wird es nicht lange dauern, bis Artstellen Flammen aufgeht. Die Putzfrau Mary. Der kleinere, clevere, gute Geist des Hauses.
Okay. Ah ja. Das ist was hinter, da will ich hin. Aber das geht nicht aus. Okay, dann wahrscheinlich eher was für den Rückweg, wenn das hier alles abgedreht ist. Oh, man sieht echt wenig. Oh. Verbrennt er eventuell? Nee, es macht ihm nichts aus. Wie unpraktisch. Wohl doch, angekokelt war der, ne? Weil der schneller umkippt als dieser hier. Gut. Und die Frage, welcher der beiden Wege ist jetzt der für mich? Ich nehme mal den hier, wo ich... Ich glaube, die führen beide in die gleiche Richtung, wie es aussieht. Das hier ist nur ein Umweg. Ja, genau. So, das war's mit dir. Schönes Sterben noch. Ah, okay. Ich hätte beide gleichzeitig durchschreiten müssen, wie es aussieht. Ah, sehr ärgerlich. Gut. War der Weg weit? Ich glaube nicht, ne? Bleibt er doch gleich bei mir. Klick, klick, klick. Die Notiz hatten wir schon. Nur fürs Protokoll, dass es auch gezählt wird. Fürs Achievement, nicht wahr? Man fühlt direkt so ein bisschen die Wärme, so geht's mir gerade. Ganz witzig. Oh, da ist ja ein... Habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. War das gut? Okay, das hier habe ich jetzt abgedreht. Praktisch, okay. Kann ich jetzt hier wieder zurückdrehen? Ah, nee, ich... Kann ich hier auch noch rein? Nee. Denn jetzt ist mein Fortkommen verunmöglicht. Aber interessant, so lässt sich's lösen. Jetzt kann ich wieder hier durch. Okay, cool. So ist. So, da wäre hinüber. Hätte ich gern. So. Jetzt kannst du weiter giften. Ich wollte eigentlich sprinten, nur fürs Protokoll. Aber es hat auch so geklappt. So, und jetzt sind wir schlauer. Das sind sogar drei. Zum Glück habe ich diesen Move. Endlich wird er mir mal nützlich. Sehr schön. Und das dreht sich auch noch. Sollte ich mir schon vorher überlegen, wo ich hin will. Da, das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist die einzig sichere Nische, die mir aber gerade nichts nutzt, oder? Ich geh jetzt mal rein. Ich gehe mal außen, da müsste ja der Abstand zwischen den Flammen größer sein, ne? Je weiter außen ich bin. Ach, da ist ein Rädchen. Okay.
Ich glaube, ihr seht das kaum, ne? Es ist gerade echt dunkel. Oh, da bist du. Bleib doch mal tot. Kommt gleich der nächste, ha? Huh? Ah, aber der falschen Seite. Okay. Habe ich ja genug Zeit, hier erstmal mein Rädchen zu benutzen. Der wird ja hoffentlich verbrannt sein, bevor er hier ankommt. Oh, und ich sollte mal einen Verband benutzen. Wo ist er denn? Da. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, der ist hinüber. Wunderbar. Ich glaube, da drüben geht es jetzt weiter, ne? Wo ich jetzt... Hier, genau. Ah, und hier ist das nächste Rad. Gut. Ah. Und noch ein Gegner. Aber wo soll ich jetzt hin? Ah, sehr gut. Da komme ich ja ursprünglich mal her. Da will ich hin, da ist der Elefant. Wie komme ich da jetzt hin? Hier war ich ja gerade, hab das nächste Rad gedreht. Mach mal schauen. Ach hier, da muss ich jetzt durch. Okay. Erstmal das, nehme ich mit Dank an. Und hier ist mein Elefant. Ein Träumchen. Noch irgendwelche Items übrig? Nö. Gut. Nummer 1 geschafft. War schön. Stellen wir uns da schon mal hin, würde ich sagen. Elephant, jawohl. Tada! Organisieren wir uns das nächste, aber ich würde sagen, vorher speichern wir nochmal. So, ich würde sagen, einen Raum machen wir noch. Nehmen wir doch den direkt gegenüber. Dort kriegen wir den Bullen. Ah. Was mag da Schönes drin sein? Na gut, perfekt. Also Revolver läuft jetzt, ne? Sehr schön. Aber wo geht's denn weiter? Ach hier, gut. Oh, Wasser. Und eine Notiz. Und ich brauche meinen Übersetzer. Und ein Achievement für 30 Notizen. Sehr schön. Da. Sorry. War nicht vorbereitet. Jetzt haben wir's. Es passiert etwas Außergewöhnliches. Die Lecks haben in den unteren Kammern seltsame Pfützen gebildet und irgendwie entsteht dort Leben, ohne unsere Forschungszusätze oder Eindämmungsprotokolle. Diese Mutationen sind mit nichts vergleichbar, was wir bisher gesehen haben. Sie entstehen und entwickeln sich rasch nur aus Feuchtigkeit und alle nehmen eine humanoide Form an. Die mittelalterlichen Mauern bilden keine Grenzen. Sie bewegen sich frei, wachsen, breiten sich aus. Wie kann ich diese lebenden Anomalien durchqueren, ohne eine Ansteckung zu riskieren? Ohne meine eigene Sicherheit oder die anderer zu gefährden? Es ist wirklich faszinierend, aber auch gefährlich.
Das Schloss wird sie vielleicht nicht lange halten, Livia Hawk. Gut, dann wissen wir jetzt, woher diese Wesen gekommen sind, nämlich hier aus diesem Schloss. Aus dem überfluteten Keller. Oh, sieht nach Arena aus. Könnte witzig werden. Schauen wir mal. Alles klar, damit war irgendwie zu rechnen. Na da. Okay, also doch wieder die Pumpgun. Ich wollte die Pumpgun. Da ist die Pumpgun, sehr gut. Obwohl, die Sniper könnte auch nützlich sein, um die Reihen schneller auszudünnen. Und wupp. Oh fuck, ich sollte eventuell Zeit für Energie nehmen. Ist nur immer das Problem, dass mich die Zeit auch angreifbar macht. Oh fuck, okay. Jetzt wird's richtig lustig. Dann sollte ich es einfach mal probieren, mich zu heilen. So. Oh, ist nicht gut gelaufen. Okay, Sniper würde ich sagen. Oh Mist, Mist, Mist. Ich komme nicht an ihm vorbei. Der Raum ist auch irgendwie enger geworden, ne? Ich komme nicht vorbei. Fuck, jetzt habe ich ein Problem. Ach, die Wände gehen zusammen, ne? Oh shit, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach du Scheiße, okay. Es wird interessant. Sorry, ich habe nicht gemutet. Hab mir nur mal ein Stückchen Tee gegönnt. Gut. Ne, speichern bringt mir jetzt nichts. Okay, das wird interessant. Also, es geht auf Zeit. Ich muss schnell sein. Sollte ich eventuell andere Waffen nehmen? Ja, wir probieren es nochmal. Wäre eine Überlegung wert, ein Medipack zu verwenden. Damit ich zwischendurch nach Möglichkeit gar nicht erst auffüllen muss. Probieren wir es mal. Und dann versuche ich es mal ohne Medipack durchzuziehen. Dann bin ich einfach schneller. Das war mir zu dicht, Brody. Ja, die Wände kommen schnell näher. Eine typische Granatensituation gerade. So, und jetzt zu dir. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr gut. Alles klar. Ja. Bin ich zufrieden. Ist gut gelaufen. Dann her mit dem Bullen. Und dann sockeln wir den noch.
Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ganz geschwächt vom Kampf. Kann nicht mal mehr steuern. So, das nehme ich doch gern. Und hier ist das Bullen. Der Bullenfuß? Keine Ahnung, die Säule. Bitte sehr. So, gut. Dann speichern wir jetzt mal. Und ich will nochmal auf diesen grandiosen Sound verweisen. Dieses tolle Lied an dieser Stelle. Es ist irgendwie schön, oder? Ich genieße das total. Okay, dann speichere ich jetzt mal ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal.